So, grüß euch, Servus, hier ist der Bertel und der Mick und wir waren letztes Mal im Fitnesspoint und haben ein Problem gesehen bei jemandem, der barfuß gesquattet hat, High Bar Squat, und wir haben uns dann das angeschaut und haben herausgefunden, dass bei ihm immer der Fuß eingefallen ist und auch immer das Knie ein bisschen eingefallen ist und sind dann zum Ergebnis gekommen, dass das Ganze wahrscheinlich an seiner Achillessehne liegt, und deswegen haben wir ein kleines Video für euch gestellt, weil durch eine bessere Achillessehnenmobilität kann man einen aufrechteren Körper haben, kann tiefer squatten und kann natürlich auch seine Beweglichkeit ausnutzen, indem man einen besseren Raum hat. Genau, man hat halt dann auch mehr Power, ganz klar. Was uns halt aufgefallen ist, dass bei dem guten Herrn, der hat auch eine gute Wölbung im Fuß gehabt. Das heißt, der hat auch diesen klassischen Senkspreiz-Knickfuß gehabt, diesen Plattfuß. Das könnte natürlich durchaus auch eine Möglichkeit oder eine Problematik gewesen sein. Das wollen wir natürlich überhaupt nicht ausschließen, dass ein anatomisches oder orthopädisches Problem auch besteht. Aber mit dieser Ankle Mobility, wie man so schön sagt, Achillessehnenbeweglichkeit, hat man halt sehr, 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 sehr viele Vorteile. Und vor allem die Verletzungsprophylaxe ist eigentlich das ganz, ganz Wichtige dabei. Und wie gesagt, ihr habt mehr Power, und mehr Power ist mehr Gains irgendwann. So Gains. Langfristig ist natürlich mehr Gains, klar, logisch. Und wie gesagt, er hier, der ist der Technik-Fuzzi von uns drei. Er ist auch der Technik-Fuzzi, von dem ich immer in meinen Videos auf dem Hauptkanal auch immer erzählt habe. Ja? Wenn wir uns jetzt nebeneinander, schön bayerisch, also nebeneinander stellen, und dann sagt natürlich jeder, ja, was will der mir jetzt erzählen? Ja? er ist, der Ruppi ist zum Beispiel der Nummer 1 Beweis dafür, dass die Optik mit Wissen absolut überhaupt nichts zu tun hat. Wenn ich ein Problem habe, was der mir schon die Squats, die Deadlifts, die Military Press, die Bench Press gefixt hat, ist unglaublich. Und macht euch da auf jeden Fall... Das Knacksen vom Knie. You're welcome. Genau, stimmt, dieses Knacksen vom Knie haben wir die Knie weiter nach außen und schon war es weg plötzlich. Ja? Das war zwar nur ein Guess von ihm, muss ich jetzt auch dazu sagen, aber es war tatsächlich effektiv. Und ihr müsst euch wirklich von dem Gedanken lösen, und ich kann es nicht oft genug sagen, dass Optik irgendwas mit Erfahrung oder mit Wissen, mit faktischem Wissen zu tun hat. Und er hier hat da ein ganz gutes Video drüber gemacht. Ist ein bisschen länger, meine Aufmerksamkeitsspanne war auch nicht so lang, aber schaut es euch auf jeden Fall an, zieht es euch komplett rein, weil da wirklich sehr, sehr viele Sachen klar werden plötzlich, wo der ein oder andere sagt, oh, tatsächlich ist vielleicht bei mir genauso gewesen.